Wheel of Movies, wieder zurück, neues Format. Für euch Flop, für uns Top. Top. Oder andersrum. Kinder, holt das Popcorn raus. Really? Erhielt er seinen Titel zurück. Als der einzig wahre Thor. Zu früh gefreut. Für uns Top, für euch Flop. Ja, wir haben uns mal gedacht, so, weil uns ist ja echt aufgefallen, meistens, wenn die Filme von den Kritikern schlecht geredet werden, wissen wir eigentlich, okay, der Film wird uns gefallen. Und deswegen haben wir uns gedacht, machen wir daraus einfach mal ein Format und suchen uns halt Filme raus, die halt meistens eher schlecht geredet werden und von uns halt wirklich gefeiert werden. Richtig. Und da haben wir uns letztes Jahr, also eigentlich nur drei, aber eigentlich sind es vier mit Eternals, Unser Lieblingsfilm im MCU, knapp, ich sage jetzt mal uns, ist Thor, Love and Thunder, der ja auch nicht so gut aufgenommen wurde. Und wir widersprechen. Richtig. Eindeutig sogar. Dem Film wird ja nachgesagt, er ist total albern und irgendwie keinen Sinn. Und da muss ich sagen, finde ich aber Thor 3 alberner. Ja. Also da ist Thor 3 deutlich mit mehr Gags und sonst was. Thor 4 ist ein wirklich lustiger Film, aber der ist auch gleichzeitig sehr tragisch. Ja. Der Film ist eigentlich, ich finde den gar nicht so lustig. Ich finde das ziemlich ausgewogen eigentlich, so dieses Tragische und dieses Spaßige. Hast es in diesem ganzen Film nur mit tragischen Menschen. Du, nehmen wir mal Thor. Na, wenn du bei Thor anfängst, ich meine, sein ganzes Leben, was in den ganzen MCU-Jahren so passiert ist, ist ja wirklich, er hat ja alles verloren, was es gibt. Und das ist am besten, wenn ihr euch Thor 1 mal gebt. Also so, wir haben das gemacht, laufen fahren und dann haben wir Thor 1 geguckt. Der Asgard ist noch da. Es sind alle da. Frigga ist da, seine Mutter, sein Vater, seine Freunde. Ja. Und die sind natürlich sein jetzt Bruder. Alle nicht mehr da. Und Thor, Love and Thunder, wird er sagen, ja, das wird irgendwie alles durch den Kakao gezogen. Finde ich nicht. Nee. Überhaupt nicht. Ich meine, das ist ja vielleicht, ich muss auch sagen, ich meine, Thor, soweit ich das gehört habe, hat ja Thor ja auch so, gibt ja seine eigene Note da immer gerne ab. Hat ja. Er ja, deswegen wollte er ja zum Beispiel auch bei Endgame zum Beispiel halt diesen dicken Thor da zum Beispiel, war ja auch eher so ein bisschen seine Idee. So, und ich glaube einfach, dass der mit dieser lustigen Art so seine ganze Tragödie so ein bisschen überschminken lässt. Ja, genau. Das ist überspielt. Genau. Der so, er gibt sich als Clown, aber er ist ja tief im Inneren total gebrochen. Richtig. Und auch alleine und auch der Anfang, da sieht man ja Christian Bale als Gore mit seiner Tochter. Also die Motivation, warum Christian Bale Gore, und er ist ja auch echt tough und ist auch zeitweise richtig gruselig, die Szenen so. Der ist so tragisch, weil das, was mit seiner Tochter da passiert. Ich als Papa kann es so nachvollziehen. Und die Wendung ja am Ende, was ihn ja angeht, er ist auch wieder nicht der 0815 Bösewicht, wie man ihn so kennt. Nee, das stimmt. Und der Grund ist, wie ja dieser Gott, den er am Anfang trifft, wo er dieses Nekro spielt. Ganz ehrlich, wäre genauso geworden. Wenn das meine Tochter gewesen wäre und er sich noch darüber lustig macht, was ist ja so alles in seinen Arm. Das ist, ich finde das tragisch, wer das natürlich nicht nachvollziehen kann und sagt, könnt ihr gerne sagen, ich sehe das nicht so. Also mich hat das schon getoucht am Anfang. Ja, wie gesagt, vor allem, wenn man halt selber Kinder hat, dann sind solche Szenen auch immer so ein bisschen schwierig. Ja, also, und die Motivation so, Thor, schon gebrochen. Ja, alles verloren über die ganzen. Es gibt ja drei Thor-Teile, jetzt plus vier, Love and Thunder, dann war Avengers 1, 2, 3 und 4. Ja. Seine Story ist ja mittlerweile auch so lang und groß. Wahnsinn. Für mich der beste Film von Phase 4 sogar. Ich finde ihn besser als Black Widow. Na, bei mir ist ja immer noch so, also Thor auch, also bei mir ist so Doctor Strange so ganz, also wirklich haarscharf. Doctor Strange 2 ist der brutalste MCU-Film und was wir auch immer wieder sagen, wenn Wanda in diesem Modus gewesen wäre, schon bei Infinity War. Ja, da wäre Thanos tschüss. Der hätte einpacken können. Ja, der hätte sich niemals getraut. Ja, ja, der hätte die Steine freiwillig wieder abgegeben. Ja, Wanda wirklich. Also Doctor Strange 2 hat uns auch sehr gefallen. Ich hätte mir zwar ein kleines Stück mehr erwartet,
Aber das können wir ja mal in einem anderen Video machen. Jedenfalls, Thor, Love and Thunder ist gleichermaßen lustig wie auch tragisch. Jane? Weil was da zum Beispiel mit Jane Foster, unsere Natalie Portman, ist überhaupt nicht tragisch, was mit der überhaupt ist oder was? Na, Krebs oder? und auch Ich das meine, Ende. ja, genau, er sieht sie ja so nach längerer Zeit das erste Mal wieder und dann. Was? Ich liebe diese. Ja, Was? Und da gibt es ja auch immer diesen Beef zwischen Mjölnir und das Stormbreaker. ist auch, das ist zum Beispiel auch so lustig gemacht. Immer wenn er dann so, oh, Mjölnir, oh, und dann kommt Stormbreaker an und guckt ihn so richtig so, Alles also guckt gut, ihn alles so gut, an, alles so, gut. was wird das hier? Oder diese Ziegen. Ja, die haben sich ja auch etabliert in vielen Filmen. Wie bei Bei haben wir doch in Grinch. unserem Weihnachtsdinner mit Grinch. Ja. Ich wollte sagen, das da eben war sehr, sehr beeindruckend. Wirklich ist sehr lustig, aber ich finde, wie das alles so dazwischen ist, mega tragisch. Auch Walküre merkst du ja Ich auch. finde, also Walküre und Jane Foster finde ich auch beide in Top den Team. Filmen, also die sind ja wirklich so richtig so Und eine Walküre Wucht. hat ja auch, du merkst ja auch, wo Gore da mit ihr redet, wo sie dann auf diesem Schwarz-Weiß-Planeten da Ja. sind. Da kommen ja auch die Tränen, wo er sagt, du Ja. hast da alle deine Schwestern verloren, was du ja Ja. bei Tor 3 in dieser Rückblende Genau, siehst. genau. War ja, Hela hat ja alle umgebracht, so nach Ja. dem Motto. Also Walküre, Tessa Thompson, Genau. top. Also ich finde auch Quark, ich finde, was Taika Waititi da wieder gemacht hat, ist ein sehr farbenfroher Film, aber der ist auch, diese Also, Szenen, die es gibt, sind doch sehr ich dunkel. wollte gerade sagen, also ich finde generell, wurde ja auch von vielen angezweifelt, weil der hat ja auch eine Nominierung für Special Effects. Das sieht doch geil aus. Und Oder da ist ist das halt schlechte das, CGI? ja, das ist ja das Problem. So, von der Optik her ist der Film der Wahnsinn. Also auch, wie gesagt, diese Szene da mit dem Schwarz-Weiß und so, boah, Alter, richtig gut rübergebracht. Wie die Farbe auf immer so weggeht und es ist nur noch schwarz-weiß. Ja, und ich glaube halt, die meisten Leute haben mit diesem Film halt so, was CGI angeht, halt dieses Problem mit dieser Szene da mit Heimdallsohn. So, dass es so aussieht wie aus so einem 90er-Film, weißt du? Aber das ist halt der Punkt. Die sehen halt nur diese eine kleine negative Punkt, aber sehen nicht das drumherum, was richtig gut aussieht. Also wirklich richtig gut aussieht. Und deswegen gehe ich da auch voll mit für die Nominierung. So, sich jetzt da nur Ich auf den hoffe, kleinen der Punkt, kriegt das. ja, sich halt da nur auf den kleinen Punkt festzusetzen, ist. Was steht denn in Konkurrenz? Das weiß ich nicht. Haben wir bestimmt auch. Haben wir bestimmt auch die Filme, die in der Konkurrenz sind zu Wahrscheinlich, Tor. ja. Aber kann ich jetzt nicht sagen. Mir fällt es jetzt aus dem Kopf jetzt so. Na, Top Gun Special Effects bestimmt verdient. Würde ich sogar Vorzug geben, weil halt wegen dem Praktisch, Realismus. ja. Praktische Effekte. Bullet Train? Nee, der kommt nicht. Jurassic World könnte. Sieht ja auch gut aus. Sonic könnte es auch. Also Sonic ist ja auch für mich was, also für mich würde er auch voll drin. Und Batman? Ich finde, Batman ist irgendwie so ein Film, der hat kaum Effekt. Der sieht aus, weiß ich nicht, wie ich das nennen soll. Es sieht alles geil aus. Ja. Aber es ist eine andere Art. Also er hätte es auch verdient. Aber so von der Optik her, Thor, Love and Thunder, ist Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, einfach nur Ich Wahnsinn. finde die Geschichte cool. Ich finde auch vieles so, wenn Asgard auf unserem Planeten wäre, wär das eine Touristenattraktion. Ja. So wie das in dem Film auch so dargestellt wird. Ah, was auch richtig geil ist, dass sich so eine Matt Damon und der Bruder von Chris Hemsworth und Ja, Sam einfach Neill, wieder. Melissa McCarthy, dass die diese Theaterstücke da, wo auch die Kinder, Ja. die Leute brauchen Unterhaltung, weil mir ein Stück, sie hat nicht Nein gesagt. Ich hab's auch nicht gehört. Was soll ich denn Ja, aufschreiben? das war mir sehr cool. Ich meine, Matt Damon war ja auch schon bei, war das Tor 3? Tor 3, Tor 3 genau, auch schon wo bei, sie da ja. auch das Stück gespielt haben, wo Loki ja sich als Odin getarnt hat. Ja, haben sie wirklich geil gemacht. Was ich als negativ, damit wir jetzt hier nicht alles komplett in die Schwärmerei, wir finden leider, dass der Auftritt von den Guardians of the Galaxy Überflüssig. hätte man besser machen können. Ja. Aber eins wollte ich dir mal sagen, weil Star-Lord sieht da wirklich aus, als ob er gerade arbeitslos geworden ist. Ja. Star-Lord, es war das Schnippen in Infinity War. Er löst Genau. sich auf. Dann kam Endgame. Du musst dir vorstellen, er war ja 5 Jahre, waren sie ja alle weg. Er kommt wieder, die kämpfen. Gamora lebt, aber es ist nicht seine Gamora, weil Gamora ist ja gestorben in Infinity War. Die Richtig. Gamora, die da ist, ist ja von 2014. 14. Ja. Er sieht sie und sie ist weg.
Und ich denke, weil er das ja auch sagt, und das fand ich wieder gut an der Guardians of the Galaxy-Szene, so wenigstens fühlt er sich bescheuert dafür, also dass es ihn ankotzt und ihm wehtut, aber besser als das gar nicht gehabt zu haben, ja, dieses Gefühl. Du siehst, er ist auch gebrochen. Ja, natürlich. Guck mal, was Star-Lord alles durchgemacht hat. Der hat ja auch eine ganz tragische Sein Vater hat seine Mutter, und jetzt kommt ja auch bei Infinity War. Ja, ich musste meinen Vater töten, der hat meine ja, Mutter getötet. Ja, wo er sich da mit dem Tor aufspielt. Ja, und Rocket so. Ja, Star-Lord ist auch nicht nur ein Komödiant, der hat auch eine ganz schöne Menge. Der hat zwar auch seine Sprüche, aber er musste auch schon echt viel einstecken. Ja. Aber wie gesagt, hätte man besser machen können. Ja, vielleicht, vollkommen, dass die auch die erste halbe Stunde im Film dabei sind und nicht nur die 15 Minuten. Ja, was ich halt auch cool fand, war, dass er halt Heimdall auch wieder einen kurzen Auftritt bitte, hatte. Ich hoffe, wenn ihr den geguckt habt, es gibt ja zwei Post-Credit-Szenen. Gibt zwei, wa? Ja. Die eine ist am Ende. Ja, ja. Und die erste? Was waren die ersten? Mann, ich hab's jetzt erst geguckt. Überraschung. Jetzt höre ich gerade diese Melodie von Jeopardy. Bim, bim, bim. Ja, ist ja. Was war denn die zwei? Es gab zwei Post. Die erste Post-Credit-Scene, jetzt habe ich, bin schon wieder an den Tisch gekommen. Die erste Post-Credit-Scene ist ja mit Russell Crowe. Ja, Russell Crowe, Zeus und Herkules. Achso, ja. Ja, da könnte ja auch noch was kommen. Russell Crowe ist übrigens, also er ist ja nicht lange dabei, aber ich, mit dem Röckchen. Ja. Als Zeus. Ja, das ist halt dann wieder so diese funny Moments. Ja, wirklich. Also, der Film ist für uns so weit davon entfernt, schlecht zu sein, ein Flop zu sein. Für mich hat er die Special Effects Nominierung eindeutig verdient. Das stimmt. Christian Bale spielt einen tollen Bösewicht als Gore. Der hat ja auch tragisch gesagt, der sieht doch voll böse aus. Ey. Ja, Christian Bale hat ja auch gesagt, der hat auch mal wieder Bock, mal vielleicht eine neue Rolle irgendwo im MCU. Der hat darauf Bock. Er ist ein Wahnsinns-Schauspieler. Ich mache mal so, erst Batman und erst Gore. Ja, also, Götterschlechter. Und das war unser Fazit zu Love and Thunder. Ihr seht, wir lieben diesen Film. Geil, also MCU-mäßig Ranking zwischen 1 bis 15. Es ist halt sehr schwer. Wir müssen mittlerweile 30 Filme ranken. Wakanda Forever muss jetzt endlich mal rauskommen auf Blu-ray, damit wir reden ja jetzt auch nur von der Hauptreihe, sag ich mal. Neu. Weil ihr wisst ja, seitdem No Way Home, Doctor Strange gehört ja alles irgendwie dazu. Ja, alles, was da oben steht, gehört dazu irgendwie. Und damit sagen wir euch, wir lieben Thor, Love and Thunder. Ja, schönes Ende, trotzdem viel Tragik dabei. Und dementsprechend würden wir sagen, bis zum nächsten Mal. We Love Movies, Agon Pete. Seid gespannt auf unser nächstes für euch Flop, für uns Top. Dann. Die Filmunwissenden. Gott sei Dank ist das so. Genau. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Mal sehen, wer du bist, was unter der Verkleidung steckt. Und schnipp. Oh, du hast zu stark geschnipst, verdammt!